Hallo und herzlich willkommen zum Musical Montag. Ich bin hier heute mit dem Komponisten Frank Nimsgern und freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für das kleine Interview. Wolltest du schon immer Komponist werden? Na, ich komme aus einem Musikerhaushalt. Mein Vater war ein ganz großer Opernsänger. Ich habe dadurch auf der ganzen Welt mit unserer Familie haben wir meinen Vater begleiten dürfen und habe die großen Dirigenten von Karajan bis Scholl, die bei Walter Festspiele erleben dürfen. Ich habe immer gesagt, ich möchte nicht nur reproduzieren, ich möchte mehr schaffen. Okay, und du hast ja auch schon Musik für Film und Fernsehen gemacht. Wo liegt für dich der Reiz beim Musical? Beim Musical ist es viel schwieriger, aber auch eine Herausforderung. Man kann es viel mehr selbst bestimmen. Du bist quasi Alpha. Beim Film kriegst du einen Film und musst ein Musical machen, relativ stilistisch. Nein, ich komme definitiv nicht von der Broadway oder nicht vom Broadway, sondern ich komme eher von der Klassik, Musik und Jazz. Für mich sind das, also als Musical Director zu arbeiten, oder Arranger, als Komponist, das ist irgendwie, bei mir ist das Gesamtpaket, glaube ich, wichtig für mich zu überleben. Es ist für mich ist das alles, was ich mache, wie Sauerstoff zum Atmen. Okay, und was für Projekte hast du in nächster Zeit geplant? Ja, ganz groß ist jetzt hier nach Classics, ist halt der Rock Musical Circus in Füssen mit Max Albert und Sacha DiCapri und ganz vielen anderen Superstars. Und dann ab dem 5. Oktober. Das Highlight für mich dieses Jahr ist die ganz große Ringproduktion der Ring. Festspiel aus Füssen für am 5. Oktober für 2 Wochen. Und das wird halt wirklich eine mega Ringliga-Produktion. Da freue ich mich sehr drauf. Nächstes Jahr habe ich eine Uraufführung mit einem neuen Stück raus von uns und das heißt Der Mann mit dem Lachen und wird in der neuen Dresdner Staatsoperator Uraufführung feiern. Unter der Regie von dem wunderbaren Andreas Herr. Okay, ich verlinke euch auch mal die Facebook-Seite am besten und die Homepage unten in der Infobox. Ja. Und das war's auch schon. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das war's im Video. Bis dann. Tschüss.